Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den iFroschi-Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 44,90 € kostet dieses Schätzchen. Letztes Jahr hat er mich nicht ganz so vom Hocker gehauen. Ich bin gespannt, was er dieses Jahr auf dem Kasten hat. Er ist auf jeden Fall optisch sehr schön. Da habe ich letztes Jahr sehr viel drüber gemeckert. Dieses Jahr ist er schöner, ne? Also definitiv, wir haben hier so ein schönes Häuschen. Ich glaube, man kann das so nach vorne runterklappen. Genau. Und dann haben wir hier so einen Vorhof und hier haben wir Boxen drin. Die sind natürlich winzig klein, aber es geht hier nach hinten ein bisschen weiter. Das heißt, wir können hier natürlich auch Lippenprodukte und so drin haben. Da bin ich mal gespannt. Es sieht wunderschön aus. Wirklich wunderschön. Da brauchen wir uns überhaupt nicht beschweren über die Optik. Wir wissen, dass iFroschi vieles, vieles im Sortiment hat. Gute Pflege, dekorative Kosmetik und was davon jetzt hier drin sein wird. Das werden wir jetzt sehen. Bei der Bestellung habe ich noch ein bisschen was gratis mit dazu gekriegt. Zum einen konnte ich mir was aussuchen. Das ist einmal hier das Parfüm Oui à l'amour Eau de Parfum. 30 ml habe ich mir ausgesucht, um es demnächst mal weiterzugeben. Und dann bei Glamour Shopping Week war, glaube ich, oder ich hatte irgendeinen Code, ich weiß es nicht, da gab es dann dieses Produkt mit dabei. Baume Botanique Universelle. Das ist trockenes oder geschädigtes Haar. Ein Multi-Use Haarbalsam mit 150 Millilitern. Genau, eine Repair-Pflege ohne Ausspülen. Das finde ich immer ganz praktisch und da bin ich sehr gespannt, ob das alles so funktioniert. Ja. Oder es wird in diesem Video verlost, ich weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall eine Verlosung in diesem Video. Was es zu gewinnen gibt, weiß ich noch nicht. Das gucken wir mal, was der Adventskalender so hergibt. Aber was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Üblicherweise startet man ja mit der Nummer 1. Die müsste man dabei erstmal finden. Oh, hier unten. Es ist übrigens nicht schlimm, wenn die Boxen verrutschen, weil das gibt nachher nicht irgendwie ein spezielles Bild oder so. Jede Box hat ihr eigenes Design vorne drauf. Das finde ich ganz praktisch. Okay, hier stehen auch so Sachen drauf, auf Französisch und auf Englisch. The Anthemis Nobilis in the Glow Granita Scrub. It is a flower that we organically grow in our Breton fields, as do our partners. It is known to awaken the radiance of your skin. Also hier steht so ein bisschen was drin. Es ist zu dem Produkt. Es ist irgendwie über ein Peeling. Gommage Granité Eclat Grow Granita Scrub. Ja, es stehen tatsächlich Sachen zu den Produkten auf den... Ah, das finde ich schade, weil ich möchte den natürlich auch weiterverwenden. Ne? Na egal, wir kriegen das schon hin. Das hier ist ein Peeling mit 30 Millilitern, was sehr ansprechend aussieht. Und das ist für das Gesicht. Das finde ich eigentlich ganz nett. Die Boxen lassen sich übrigens schön öffnen, weil du hier so eine Einkerbung hast und das einfach so ziehen kannst. Das gefällt mir. Hier ist die Nummer 2. Ich lese jetzt aber nicht immer vor, was hier so drauf steht. Ne? Das ist auch irgendwie nö. Das hier ist Pomme d'Hiver Winter Apples. Ein Duschgel mit 50 Millilitern. Das soll nach einem Winterapfel riechen. Ich hoffe nicht allzu sehr, weil ich mag ja nicht so gern nach Essen zu riechen. Das riecht einfach nach Apfelsaft. Das riecht eigentlich ganz gut. Und das ist auch schon mal eine winterliche Verpackung gewesen. Ne? Also passt auf jeden Fall zum Adventskalender. Hier ist die Nummer 3 mit einem Vögelchen. Das ist hübsch. Mit einem pinken Vögelchen. Klar muss Claudi sich eine Box raussuchen, wo irgendwas Pinkes drauf ist, um sie vorne in die Kamera zu halten. Ne? So, hier haben wir etwas Sensitives drin. Sensitive Chamomile. Ein Micellenwasser für sensible Haut mit 50 Milliliter. Und bei Micellenwasser denkt bitte immer dran, dass wenn ihr euch das drauf gemacht habt, um euer Gesicht zu reinigen, dass ihr das danach dann trotzdem bitte nochmal runterwascht, weil die Micellen dürfen nicht auf dem Gesicht bleiben. Da gibt es auch Artikel drüber im Internet. Ich kann das bei weitem nicht so gut erklären, weil ich bin keine Hautpflegespezialistin. Ich bin gar keine Spezialistin. Nicht in dem Gebiet, Leute. Ja, deswegen denkt auf jeden Fall dran. Aber ja, damit kannst du dich abschminken, kannst dein Gesicht reinigen, das läuft doch. Ne? Ja. Apply on face, eyes and lips with a cotton pad. Ja, mit einem Wattepad auf Gesicht, Augen und Lippen gehen. Die Nummer 4 haben wir hier. Ach, theoretisch kannst du es so nach vorne klappen. Kann ich das bei allen Kläppchen machen? Das weiß ich gar nicht.
wäre ja super praktisch. Hier haben wir drin Hydra Vegetal, ein Ultra Fresh Cleansing Gel, 30 ml. Genau, also hier wird man quasi durch den Adventskalender an sich schon animiert. Leute, macht Double Cleansing, sprich erst abschminken mit dem Micellenwasser und dann das hier nochmal zur Gesichtsreinigung und um das Micellenwasser halt auch nochmal runter zu waschen. Die Nummer 5. Super praktisch. Das hätte ich ja eben auch schon machen können, ne? Einfach so die Käppchen zu öffnen und dann das Produkt so rauszuholen. Hier haben wir Brilliant Shine Dull Hair. Hä? Was ist das? Rinsing Vinegar? Also irgendwas mit Essig? Was ist das? Weiß ich noch nicht. Das müssen wir noch evaluieren, Leute. Das müssen wir noch herausfinden. Zum Auswaschen. Eine Essigspülung glanzt, das kenne ich ja gar nicht. Also das machst du dir dann in die Haare nach dem Shampoo und dann machst du das in die Haare und spülst das aus mit Essig? Habe ich noch nie gehört, Leute. Das riecht nicht nach Essig. Das riecht fast schon blumig. Das riecht voll gut. Muss ich austesten. Krass, das ist super flüssig, ne? Spektakulär, das soll Glanz geben. Mit Raspberry, also mit Himbeeren. Spektakulär. Weißt du, solche Produkte erwarte ich in Adventskalendern, ne? Dass du da einfach durch den Adventskalender, durch das Sortiment geführt wirst, um zu sehen, was die alle so haben und um geteasert zu werden, um ein bisschen Bock drauf zu kriegen, da vielleicht auch mal zu bestellen. Jetzt kommen wir zu Nikolaus, die Nummer 6. Die ist hier, die ist klein. Ach, das ist ja praktisch. Guck mal, wie man da einfach drankommt. Leute, Leute. Das war's? Okay. Das war Nikolaus. Nicht so spektakulärer Nikolaus, Leute. Hier haben wir nämlich ein Mini-Kohlpencil, ein Kohlkajal mit 0,64 Gramm. Also, ich weiß nicht, was die Adventskalender-Packer von 2020 sich überlegt haben, aber ich habe in so vielen, wirklich sehr, sehr vielen Adventskalendern, in der 6 ein Kohlkajal in Schwarz drin gehabt. Warum? Das tragen noch ein paar Leute, aber nicht mehr so sau viele, ne? Also das war mal so vor 15 Jahren up to date, da haben fast alle Kajal getragen. Mittlerweile sehe ich das bei fast niemandem mehr, ne? Weiß ja nicht, ob das so gut das Sortiment und den Einfallsreichtum von Yves Rocher repräsentiert, wage ich zu bezweifeln. Aber immerhin dekorative Kosmetik. Nicht meckern, Claudi, nicht meckern. Nummer 7 ist hier oben. Oh, guck mal, im Dach. Unterm Dach befindet die sich. Ich finde das total großartig. Ich feiere das ja hardcore, ne? Dass ich das einfach so aufklappen und rausnehmen kann. Hier haben wir auch wieder so ein 50 ml Vieh. Das ist ein Claudi-Duft. Und zwar ist das Magnolia White Tea. Ein Duschgel mit 50 ml. Oh, das wird so schön blumig riechen. Yay! Yay! Boah, riecht das gut. Und wenn ich sowas rieche, Leute, ne? Solche Produkte, dann denke ich mir immer, verdammt, wir haben vor vier Jahren dieses Haus gekauft und vor der Terrasse stand ein riesengroßer Magnolienbaum, den wir gefällt haben, weil er uns echt auf die Nerven gegangen ist, weil der halt irgendwie echt sehr, sehr falsch stand. Er hätte einfach woanders stehen müssen. Wir hätten den aber nicht umsetzen können. Das war ein bisschen schade. Wir haben den gefällt. Und wenn ich jetzt halt so ein Produkt habe mit Magnolie oder wenn im Frühling überall die Magnolienbäume, oh, da ist ein Vieh drin, oh, wieder so ein Riesenvieh. Wenn die Magnolienbäume dann überall blühen, dann denke ich mir, Mann, warum haben wir unseren Magnolienbaum gefällt, ne? Das ärgert mich dann immer so. Eine schöne Nummer 7. Das hat mir Freude bereitet. Dann gucken wir uns mal die Nummer 8 an. Das scheint auch wieder dekorative Kosmetik zu sein, weil es klein ist. Und klein ist doch immer dekorative Kosmetik, hm? Jetzt muss man das halt nur so rausfallen lassen nach vorne. Ja, okay, das war halt so ein bisschen der Kryptonit letztes Jahr, ne? Da hatten wir ein bisschen viele Parfümproben drin. Jetzt haben wir hier eins drin, Plain oder Plain Soleil Eau de Parfum. Und das hier sind 4 ml. Und das finde ich okay. Also wenn das halt nicht irgendwie so Mini-Proben sind, sondern wenn das halt wirklich in so einem Flakon drin ist. Also es scheint mir ohne Witz so, als hätte Yves Rocher die Videos von den Leuten geguckt, die die Adventskalender ausgepackt haben. Und da muss ich sagen, Daumen hoch, Hut ab, Leute, das habt ihr echt gut gemacht, das gefällt mir, dass ihr das dann geändert habt, ne? Also da finde ich richtig gut. Rieche ich jetzt hier so nichts durch. Das ist aber ein Produkt, was dann in den Parfüm-Adventskalender wandern wird, den ich für euch ja packe und dementsprechend, ne? Wird es weiter wandern. Warum habe ich gezwinkert und
gemacht. Man weiß es nicht. Ich finde es manchmal auch ein bisschen weird. Okay, die Nummer 9 ist direkt da oben drüber. Haben wir dann leicht gefunden. Da drin. Ein Tübchen. Ein Tübchen. Und das dürfte dann eine von diesen, genau, Hydra Vegetal. 7 Milliliter von der 48 Stunden Nonstop Moisturizing Gel Cream. Und das ist halt auch wirklich dann etwas, was genau für meine Hautbeschaffenheit gemacht hat. Ich habe halt tatsächlich sehr, sehr trockene Haut. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Kannst du mal ausprobieren, 7 Milliliter, ob du das verträgst, ob dir das gefällt. Und wenn es dir gefällt, kann man das ja gegebenenfalls nachbestellen. Okay, dann kommen wir in den zweistelligen Bereich. Die Nummer 10 ist direkt über der Nummer 9 bei mir. Komm, komm. Komm. Nicht? Nein? Warum nicht? Oh, ein Nagellack, aber ein schöner Nagellack, Leute. Das ist eine ganz tolle Farbe. Go Green Nail Polish und hier sind drin 5 ml Rose Hortensia ist hier die Farbbezeichnung. Das ist eine wirklich schöne altrosa Farbe. Ne? Sowas mag ich gerne. Sowas habe ich auch tatsächlich schon da. Das gefällt mir. Das finde ich toll. Schönes Kläppchen im zweistelligen Bereich. Jetzt kommen wir zu Nummer 11. Die ist hier. Da haben wir ein großes Tübchen drin und das ist ein Botanical Scrub Apricot Powder All Skin Types. Das ist ein Gesichtspeeling mit 30 Millilitern, oder? Nicht. Oder ist es ein Körperpeeling? Weil wir hatten ja in der einen schon ein Gesichtspeeling drin. Haben die sich jetzt gedoppelt? 1 bis 2 Mal pro Woche auf feuchte Haut anwenden, den Körper, Körperpeeling, siehst du wohl, mit dem Peeling einreiben und gründlich abspülen, nicht auf gereizte oder verletzte Haut anwenden, das ist klar. Ja, das finde ich nett. Das finde ich echt nett. Hier steht es auch drauf. Boah, ohne Witz, ne? Habe ich das nicht letztes Jahr genau so gehabt, dass da auch Korb drauf stand oder Body? Und ich dachte erst, es wäre fürs Gesicht. Bin echt eine Hohlbirne manchmal, tut mir leid. Ja, hatten wir letztes Jahr schon drin, ist aber nicht schlimm. Das nicht fein, das war ein Reim. Es tut mir wirklich leid, ich habe keine Ahnung, warum ich, wenn ich Adventskalender aufmache, die ganze Zeit in Reimen denke. Ich glaube, ich sollte irgendwann mal ein komplettes Adventskalender-Unboxing nur in Reimen machen. Leute, ich würde es hinkriegen, ne? Ich bin ja ein sehr kreativer Kopf. Ich habe ja auch schon Songs und Lieder und hast du nicht gesehen geschrieben. Ich bin ja gar nicht so unkreativ, doch. Ja, Halbzeit, Nummer 12. Hier mit dem Rentier. Das hat sich auch schon wieder geräumt. Ich feiere das. Okay. Das ist eine Maske. Purifying Gel Mask. Sehr schön. 30 Milliliter mit Pfefferminz. Ach, du ahnst es nicht. Das ist eine klärende Maske mit Pfefferminz. Ich liebe Masken, Leute. Ist es überhaupt fürs Gesicht? Purifying, hätte ich jetzt gedacht. Ja, T-Zone. Zweimal pro Woche 10 Minuten drauflassen und dann entsprechend runternehmen. Hier steht zwar manchmal drauf, dass man das nur mit einem Wattepad machen soll. Ich würde euch bei Crememasken immer empfehlen, die runterzuwaschen, Leute. Ich weiß nicht, ich habe sonst auch bei Masken, bei Feuchtigkeitsmasken, die du drauflassen sollst, ne, die du dann halt nur mit einem Wattepad abnimmst oder so. Das rollt sich ab und dann habe ich Würstchen im Gesicht und das macht keinen Spaß. Das mag ich nicht. Also, das war auch wieder ein Reim. So, ich muss jetzt wieder klarkommen. Das war die Nummer 12, jetzt gehen wir zu der Nummer 13. Die ist hier oben. Da sind Vögelchen drauf. Hier haben wir wieder, ja, Nutrition for Dry Hair, für trockenes Haar. Ein nährendes Shampoo mit 50 Millilitern. Ja, ich glaube, das habe ich auch letztes Jahr drin gehabt, aber ich weiß nicht, ob ich das schon verwendet habe. Muss ich ehrlich gestehen, ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, warum, wenn ich halt so in meine Boxen, die Boxen so reingehe, ne, also nicht komplett, sondern halt mit der Hand und mit dem Blick und mir dann halt das nächste Shampoo aussuche, ne, dann lasse ich halt oft diese Tubenform stehen. Ich habe keine Ahnung, warum. Wahrscheinlich, weil ich das hier nicht so gut rausgedrückt bekomme. Aber es wäre ja eigentlich total simpel, ich muss es ja nur über Kopf lagern, ne. Es ist irgendwie merkwürdig. Nummer 14 ist hier oben auch wieder unterm Dach. Schon schön gemacht, ne? Das mag ich gerne leiden. Baie de Minuit. Irgendwas mit Mitternacht. Midnight Berries. Mitternachtsbeeren, genau. Das ist ein Duschgel mit 50 Millilitern. Das hat auch wieder so ein schönes, weihnachtliches oder wenigstens, sagen wir mal, festliches Design. Schon spezieller. Halt nicht dieses klassische Luxusproben-Design von Yves Rocher, sondern halt das etwas speziellere. Hatten wir auch schon in der 2 bei dem Duschgel. Und jetzt rieche ich hier mal dran. Mit Beere ist natürlich auch geil, ne? Das riecht angenehm. Wirklich angenehm. Also nicht zu intensiv parfümiert oder so, sondern es riecht angenehm nach Beere. Hier unten haben wir die Nummer 15. Die ist wieder klein. Dekorative Kosmetik.
Willkommen zu Mama. Ja, fast dekorative Kosmetik. Das ist so ein Zwischending zwischen dekorativer Kosmetik und Pflege. Denn wir haben hier einen Lippenbalsam drin, Belle de Minuit. Das passt jetzt aber auch tatsächlich zu dem Duschgel, was wir kurz vorher drin hatten. Das hier ist ein Lippenbalsam, eben genau mit dieser Duftrichtung. Vielleicht gibt er sogar einen leichten Hint of Tint auf die Lippen, also quasi ein Hauch von Farbe auf die Lippen. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber Handcreme, Lippenpflege, Nagelfeile, Invisibobbles, das sind doch einfach die Sachen, die immer irgendwie in den Adventskalendern drin sind, so standardmäßig. Die Nummer 16 ist hier und die ist auch wieder schön groß. Hier haben wir, das habe ich auch benutzt, das war nicht ganz so meine Welt, Comforting Shower Balm mit Shea Butter für Extra Dry Skin mit 30 ml. Das ist so eine In-Dusch Body Lotion. Ne, also bei mir war das so, als ich die verwendet habe, ist die tatsächlich nach dem Abtrocknen schon weg gewesen. Also die ist nicht vergleichbar mit der von Nivea zum Beispiel. Die ist sehr, sehr langanhaltend. Aber das ist ja auch der Ursprung des Ganzen. Ne? Die haben quasi die Originalrezeptur und alle anderen haben es quasi nachgemacht. Nummer 17 habe ich hier unten in der Ecke. Was ist das? Ach, ein Hase. Das ist ein Hase. Voll hübsch. Creme Hammam. Hammam Hand Cream. 30 ml. Ja, das ist eine Handcreme, die so einen orientalischen Hammam-Duft hat. Ich denke so Mandel und Kräuter und fruchtig, so ein bisschen Rose. Riechst du nichts durch, so den Dreh. Handcreme mit Bio-Arganöl und Bio-Rosenwasser aus Marokko. Ja, ne? Klassiker, sag ich ja. Doch, ich finde den Adventskalender schon ziemlich abwechslungsreich. Das muss ich sagen. Ne? Also wir haben hier wenig dekorative Kosmetik drin, die hätte ich mir hier gerne drin gewünscht. Aber so haben wir auf jeden Fall mal einen Einblick in das Pflegesortiment. Das gefällt mir eigentlich wohl. Dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 18. Die ist hier unter dem Hirsch. Oh lala, da ist jetzt einfach mal mittendrin, geil, eine Mascara drin und zwar eine Full Size, eine okay, Originalgröße, Volume Extreme in der Farbe Noir. Ich weiß noch, dass ich die Sexy Pulp Mascara damals, als ich regelmäßig kaufender Yves Rocher-Kunde war, halt auch immer wieder nachgekauft habe, weil ich die total klasse fand. Die ist vorne dick, hinten dick, in der Mitte etwas schmaler. Also genauso wie viele andere auch, wie die Paradise Ecstatic oder Lash Paradise mittlerweile oder wie die Better Than Sex Mascara von Too Faced. Also ist schon cool. Also wenn das wirklich, ja, das ist cool. Das ist so ein kleiner Flashback für mich. Mag ich leiden. Und vor allem eine Full Size. Ne? Also das ist halt eine große Größe, dekorative Kosmetik. Hallo. Jetzt gehen wir zu der Nummer 19. Die ist genau darunter. Hier verbirgt sich 7 ml von der The Corrective Green Cream for Sensitive Skin. Also das soll eine korrigierende Creme sein. Tagespflege in grün. Ah, ja, die gleicht dann grüne hier Rötung aus und so. Ne? Das ist cool. Die Nummer 20 ist hier unten in der Ecke. Oh ja, hier haben wir das zweite Parfum drin und auch hier haben wir wieder etwas Größeres und zwar Cuir de Nuit mit 4 ml. Das ist dieses hier. Das heißt, das eine kannst du dann vielleicht eher so über Tag verwenden und das hier ist dann eher so ein schwererer Duft für den Abend. Kann ich nicht wissen, ich weiß nicht, wie es riecht, wird verlost, will ich nicht jetzt irgendwie sprühen oder so, ne? Doch, Yves Rocher. Das habt ihr gut gemacht bislang. Kann ich mich nicht beschweren. Der 20er-Bereich hat uns sehr gut willkommen geheißen. Jetzt schauen wir in die Nummer 21. Die ist hier. Hier haben wir auch wieder eine Tube drin. Das ist die Moisturizing Lotion Aloe Vera Pulp Dry Skin Hydration Moisturizing für den Körper, ne? Mit 30 ml. Die wird nicht lange bei mir halten, aber 30 ml ist schon mal was. Damit kriege ich wenigstens mal den ganzen Körper eingecremt. Wir hatten tatsächlich ja auch schon Körpercreme-Größen mit 10 ml. Das reicht vielleicht für einen Unterschenkel. Aber gut, ja. Das, nein, schon für mehr, ne? Aloe Vera ist immer eine gute Geschichte. Hydratisierung ist eine gute Geschichte. Feuchtigkeitskörper mich täglich auf den Körper auftragen für trockene Haut, ne? Für Nummer 22 und hier haben wir wieder ein pinkes Vögelchen drauf. Das ist ja mein Ding hier. Okay. Hier haben wir den drin, in klein. Und zwar 30 ml davon. Jo. Multipurpose Leave in Hair Care. Haben wir eben schon mal drüber gesprochen, dass ich das ganz cool finde. Und ja, feiere ich tatsächlich ziemlich, dass ich das hier in klein drin habe. Weil dann wird die große wahrscheinlich jetzt in diesem Video gleich weiter wandern. Tag vor Heiligabend, Nummer 23. Ach Mensch, sowas ist immer viel zu schnell vorbei. Viel zu schnell. Nagellack haben wir hier drin. Und das hier ist halt so ein schönes, klassisches Weinrot in der Farbe Cerise Noir. 5 ml wieder drin.
Und die Yves Rocher Nagellacke finde ich eigentlich ganz gut, ne? Die machen einen guten Job. Und ich finde auch, dass man hier eigentlich ganz gut aufgestellt ist mit zwei Nagelprodukten. Du hast hier keine Nagelfeile drin, es sei denn, hier war irgendwo eine mit dabei. Das merke ich jetzt so nichts von. Jetzt haben wir hier die Nummer 24 und die ist klein. Das lässt normalerweise so ein bisschen auf dekorative Kosmetik schließen. Ich bin sehr gespannt. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, einen roten Lippenstift drin, was natürlich klassisch ist, aber halt auch irgendwie öde. Ich bin sehr gespannt. Ja. Okay, ich habe gesagt, ich behalte keine roten Lippenstifte, deswegen ist es ein bisschen ärgerlich. Aber ja, das ist ein roter Lippenstift. 156 matt ist die Farbbezeichnung. Der sieht echt schön aus. Wirklich schön, ne? Das müsste dann diese Farbe sein. Extrem schön. Aber ja, in der 24, es passt. Aber eigentlich ist es ganz geil. Komm, eigentlich ist es ganz geil, weil zu Weihnachten passt es. Ich sitze hier mit roter Nikolausmütze, Nikolauspullover und roten Lippen. Würde ich mich eigentlich drüber freuen, wenn ich nicht so viele rote Lippenstifte hätte und nicht selber den Deal mit mir eingegangen wäre, dass ich keine roten Lippenstifte dieses Jahr aus Adventskalendern behalte. Deswegen ist es cool, aber es ist halt matt. Aber es ist okay, komm. Ne? Die folgenden 5 Produkte habe ich ausgesucht zur Verlosung. Und zwar der Kohlkajal. Hier habe ich tatsächlich gesagt, komm, ihr kriegt das große Ding, ne? War jetzt auch mit dabei bei der Bestellung. Dann das Cleansing Gel und die beiden Produkte mit Sensitive Chamomile, also mit Kamillenproduktgedünsten. Einmal das Micellenwasser, denkt an das Double Cleansing und euch das nachher runter zu waschen. Und dann haben wir hier ja nochmal die korrigierende Creme mit 7 ml. Und wie gesagt, alles, was ihr dafür tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Die haben sich echt gemacht und die haben uns zugehört und das finde ich sehr positiv. Deswegen finde ich diesen Adventskalender tatsächlich gelungen. Auch wenn es bedeutet, dass man für 45 Euro im Prinzip nichts mehr als 50 ml als Probe tatsächlich oder als Luxusprobe bekommt. Und ich finde auch, dass die anderen Produkte, die da mit drin waren, echt vollkommen in Ordnung waren. Und das waren auch gute Produkte und man hat einen umfassenden Blick in das Sortiment von Yves Rocher bekommen. Ich habe es letztes Jahr auch gesagt und ich werde es wieder sagen. Cool wäre es natürlich gewesen, wenn wir auch ein bisschen mehr was aus dem dekorativen Sortiment von Yves Rocher bekommen hätten. Aber wir haben coole Produkte gekriegt. Ne? Also muss man wirklich sagen. Und die dekorativen Kosmetikprodukte, bis auf den Kajal, den wir gekriegt haben, war eigentlich auch alles Full Size. Also von daher, ich finde den gut. Ich würde ihn empfehlen. Der sieht voll schön aus und da sind echt gute Produkte drin. Also wenn ihr jemanden kennt, den ihr mit einem Adventskalender beglücken möchtet und der Yves Rocher mag, der wäre echt eine Idee. Das war jetzt tatsächlich mein Unboxing. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!